So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Moemon. Heute ist der Mondberg mal dran. Mount Moon. Pierre, kennst du den Felstunnel ohne Blitz? Ja. Steffen darf den Felstunnel machen. Ah, alles klar. Definitiv. So, das wollte ich ihn nicht kennen, habe ich jetzt zu ihm machen als Kind auch schon. Na, keine Ahnung, Steffen kann ihn ja nicht. Nicht auswendig. Deswegen darf Steffen den machen. Ah, alles klar. Okay, ich kenne auch nicht alle Items. Ah, Zubat auch nicht. Ich kenne den Weg. Also ja, ich kenne den Weg auch nur. Das ist so panisch. Ja, irgendwie schon. Ja, Items und so wüsste ich da auch nicht, wie ich die so bekomme. Die guten alten Items, ja. Aber den Weg raus, der ist ja... Erklärt sich von selbst. Genau. Und Steffen muss ihn ja auch mal lernen. Ja, wenn er das ist ganz allgemein bilden. Ja, einfach immer rechts gehen. Steffen holt nicht einfach Blitz und Wasserschall. Ja, genau, ich hole mir einfach Blitz noch einfach. Das dauert länger als da durchzugehen. Ja, scheißegal, euer Suspicious. Problem. Weißt du, wo man Blitz bekommt? Google? Bei Google krieg ich's. Weißt du, ohne Google. Ich sag ja, das Internet ist so. Weißt du, wo man Blitz bekommt? Das war früher viel besser. Nicht auswendig gerade, ne, ist zu lange her. Ich hab die Rote das letzte Mal gespielt, da war ich 9 oder so. Ja. Also richtig gespielt. Oh cool, verwirrt. Warten wir auf. Ich muss gerade noch mal hier ein bisschen was Poison Power nehmen. Brauchen wir nicht. Stand da gerade Lars Iris? Kann sein, ja. Wollen wir heftig einfach durch oder wollen wir hier noch hier geil in die Hülle gehen? Kannst du machen, kannst also dann auch ein bisschen ganz trainieren. Unten die Trainer noch besiegen, die geben wir PP. Und Geld. Okay. Mal schauen. Das kann ja schon Fußgeld. Ja, wenn zu gut kommt, schon. Was kann Makoto? Ey! Was war das denn gerade? So ein Wesen. Ach so. Oh scheiße, der ist nicht so. Hallo! Sieht auch geil aus. Und Level 9 für Akane. Wollt mal! Achso, sitzt da drauf, ne? So, ja. Oder ist so ein Ball. Ja, passt ja. Na, das ist voll kassiert. Und, was haben wir da? Potion. Kann man immer gut gebrauchen. Sonderbogen? Hey! Low Kick. Na. Ja, Sonderbomben, sehr schön. Kleiner Käfer, sag mir noch, was ist denn hier verloren? Komm schon noch! Oh. Quick Attack, geht immer. Level 8, oh, Mann. Ja. Oh, immer ein Quick Attack hier. Also Level 10 und immer noch ein Raupi. Quick Attack, ey. Na, das ist ein dummes Raupi aus Saftkorn, scheiße. hier kannst Astralia und dann einfach Gast. Nur trotzdem dran, ja, egal. Und Nezumi auf Level 9. Das ist auch gleich wieder ein Level höher. Ist noch ein Level. Oh, hallo. Immer noch in Panik. Hallo, Alter. Hi. Ich kann erstmal die Tasche durchschlimmern, okay. Makoto kannst mal nebenbei vielleicht noch irgendwie... Also auf klar, welches Ziel wir nehmen, oder? Ja, natürlich. Aus Trotz nehmen wir original. Ja, läuft. Stimmt, der hat ja sonst nicht so wirklich was drauf. Hier machst du gleich mal ein Level. Ja, das passt ganz gut. Level 13 und Quick Attack gelernt, ja. Ist am Anfang ganz gut. Das Fluchtseil einfach verwenden. Oh. Nein, irgendwie nicht. Mache ich am Ende, bevor wir beim Ausgang sind, setze ich es ein. Oh, das ist ein guter Plan. Ja. Beim Felsnadel, wenn Steffen einmal durchgekommen ist. So, ich gebe mal ab. Ich bin ja gleich durch. Oh, Fluchtseil. Oh, Steffen, bitte nochmal. Ja, genau, das will ich. Ach ja, diese epischen, die kleinen Wege. Paras. Ist einfach so existiert. Aber es ist schwach. Das wird nicht okay. Ja, wird es auch. Das ist stärker als Sana, ey. Bei der Hälfte oben war ich sehr. Ja. Und das ist eigentlich rein verbrüßig.
Okay, Rika-chan, mach Tackle, aber ganz schwach. Oh Mann. Ah, oh, toll, Kontaktsprung. Aber du stehst wenigstens. Ja, dann kann sie besser leichter gerankt werden oder mehr oder was. Wow. Mhm. Was? Was für eine Leiche? Was? Leiche? Nein. Wenigstens auf Leichen. Ach so. Leichter. Ich hab bei ihrer Leiche gerankt werden. Nee, das sind Pinguine. Ach du Scheiße, ey. Ja, das ist heftig. Ne? Ja, irgendwie gerade schon. Komm, schlaf das. Wach auf. Na, Genauigkeit wird gesenkt. Nicht so gut, aber fast trotzdem. Schon. Pokémon, Verkehr. Das war's für der Elbe. Passt doch immer noch nicht an. Super. Passt. Mega. Ecke. Und da. Passt. Jawohl. Ja, Rocket ist passiert. Oh, Sternstück. Das konnte man einfach nur verticken, ne? Und wieder die... Alle schlafen, der süßen Schlaf ist... Ui, und das noch mal! So viele! Was kommt hier nicht so auf? Ach, hier, das wird schnell. Doch, nächstes. Paralyse, jo. Und läuft. Cool. Ein Glück geht ja nur ein. Na, Specki, was kommt denn da? Specki, der ist ja sonst. Der sagt nur irgendwas über Rocco. Wie? Steht da auf den oder was? Ja. Achso, okay. Boah, der hatte keine Glatze. Aber er steht bei Stein, vielleicht versucht er die zu verkaufen. Ja, ist er nicht so. Was macht er da, Mann? Ich brand weg. Oh, halt er. Oh Gott, der Stein ist gerade im Angebot, wenn es so viel. Ich setz mal das Flugzeug auf, wir sind ja alle so angeschlagen, dann kann ich das ja nicht. Ja, dafür ist es da, Wiener. Komm zu fliehen. What the Und der da unten auch. Der Stein ist echt wunderschön. Ja. Oh, meine Sammlung wächst stetig. Hey, how do I do this? Escape bro! Hört sich gut an. Ja. Nicht schlecht. Und gleich wieder rein. Ey, guck mal, das ist voll Brainfuck. Ich mach nach da und der geht nach oben, ne? Ja, der Controller ist ein bisschen rumfiedelt. Ein bisschen? Ja, auf Wiedersehen. Das war so schnell, sie hat sogar vergessen, meine Pokémon zu heilen. Ja, wir wissen jetzt auch, dass das Mr. Moon ist. Mr. Moon. Mr. Moon. Ey. Okay, Mr. Moon. Akane kann zu. Guck mal, also Kleinstein kam jetzt hier sowas von gar nichts bis jetzt. Kleinstein sagt Marin. Ja. Quick Attack. Da. Quick Attack. Da. Laser Attack. Wow. Laser. Das ist die Geduld von Pizza. Irgendwas über Rocco. Ich glaube, ich habe den Teil eh nicht gekriegt. Rocco ist voll geil. Hey. I mix the way take for fossil tier, but this is classic. Sometimes broke off Pluto. Lends me a hand. Klasse. Aber auch was anderes natürlich. Wow, Kyoju! Gerade noch davon gesprochen. Wieder schauen. Oder Kanäle. Ich war eigentlich Sunday. Oh, ein Glück, die Macht der Elektrizität ist geschwächt. Jetzt sind wir voll am Arsch, um eins zu nutzen. Wieso geht dann wenigstens in die andere Richtung? Weil du die Taschen so durchgehst. Nee, ich glaub ich wieder. Hallo, Gideon, it's another back okay. Hier von. Ja. Von, genau. Ja. Yeah. Yeah. Das ist ja ruhig Zeit. Von Full Metal Panic. Die eine Freundin von ihr, die hatte doch auch so zwei. Oh Gott. Kaname ist sie. Ja. Jetzt geht das wieder los, Alter. Ja, wir haben es hier aber auch. Warte mal, Arali hat auch so zwei Zirkel, mit dem Arali, einfach so, hier werfen, steilen und so. Ja, passt. Man, Arali ist auch klein mit ihren zwei Kugelzirkeln. Ja. Fertig.
leer, aber... Ich lebe nur hier. Interessant. Das kannst du auch gleich nochmal machen. Das ist interessant, ja, will ich auch noch machen, also du kannst ja schon mal... Okay, und dann kurz Zeit. Das ist echt. Ich komm da vorbei, ich komm da vorbei. Komm schon zu mir. Nein! Das fällt mir nicht so rum, Mann. Ich bin eine dicke Fliege. Was tollest du? Nein! Die ist verkackt! Ah! Oh. So hektet das Ganze. Hallo, Dude! Das ist doch, du bist der Dude, Mann. Genau, sie ist der Dude. Oh, Level 10! Ich bin wenig einfach. Das läuft hier rum, die müssen alle mal stehen bleiben. Das ist doch mega hier runter. Sie haben zwei Einzüge. Ha! Das ist so ein Downton ist Top-E-T, ja? Easy. Sie mit 46, Alter, das ist alles scheiße. Nein! You're pulling a big jump here, get lost. Alter, kann doch nicht so schwer sein, einen Namen zu finden. Man scheint ja schon, ne? Mal sehen. Ja, war nach dem richtigen Ruf dann, ne? Na? Stich. Kasche. Level 1! So, ja, go! Ja, oder normale Klassen. Hallo, wir haben Level 10. Toll, dann kommen wir das. Das ist ein alter Level 9, das sind einfach nichts wie. So wie Thaddeus mit seinen zwei Coin. Okay, Topsy, du kannst natürlich jetzt nicht so viel reißen. Scheiße. Kyoko. Ich hab's einfach fangen können, ist es auch weg. Kyoko hieß es. Kyoko? Versuch mal, Kyoko da schon. Alles klar. So, das haben wir auch erledigt. Na, fertig? Ja, das ist ja ein Messerschreck, das ist ja auch ein... Ja. Oh, hier. Sieht ja gar nicht mehr so fett aus, als sein Arsch quillt da vorne, das ist der Rucksack davor, ist das so geil. Oh, toll, er hat hier gerade einen Kleinstein gefangen, Level 10. Ja. Wir aber auch schon gerade gekräftet. Ja. Das war noch das schon. Harden. Mhm. Hat er zwei gefangen. Klasse. Oh, und ein Onyx auch noch. Hallo, Onyx. Oh, komm. Zu faul. So, jetzt sind wir ja schon mal auf einem ganz guten Weg. Ja, wegen dem Kontaktding wahrscheinlich. Was? Igor, ich tot. Wir haben einen Antidot. Ernsthaft, Bene. Bevor es aufgeht, okay. Dann kannst du es auch gleich noch heilen. Sonst bringt das irgendwie nichts. Könnte ich machen. Erstmal nochmal gucken. Ja, okay, wir haben einen Orden. Alles klar. Wir haben Geld, ohne dafür irgendwie was anders anzustellen. Also, Ganz oben. Ganz oben immer noch. Und die gibt es immer, Bene. Die gibt es immer. Ja, das ist besonders witzig. Genau, witzig. Oh, frech. Ja, das ist eine Wand. Ja, Controller sagt, ich soll diese Wand erforschen. Okay. Okay, Controller, was ist denn da? Ohrenbeleber. Wahnsinn. Hallo. So. Level 12 für Nezumi. Oh, hier ist der Gefährliche mit dem Radikal. Das war mir vorhin. Okay.
Ne? Was war das Schwarzpuder? Nee. Er lernt einfach alles. Ja. Das ist so frech. Ich ignoriere ihn einfach. Du bist echt böse. Ja, scheiße. Erstmal habe ich Radikal gesagt, jetzt habe ich Hotspots gesagt. Wie doof. Ah, ciao. Dann würden wir auch schon sehen, wie... toll. Nein, oh, noch verliebt. Ja, aber das sieht auch. Okay, alles klar. Ich dachte jetzt erstmal. Nee, leider nicht. Eigentlich ja schon, ne? Ja, irgendwie. Oder ja. Sonst ergibt es echt irgendwie keinen Sinn. Also ist das böse oder ist das Makoto gut, müssen wir auch noch irgendwie trainieren. Hallo Makoto. Kannst du das ja mal das vorne anstellen, dann haben wir einen Nidoking. Ja, Nidoking. Lass uns irgendwann Nidorino fangen und uns einen Mondschein geben, fertig. Kann man natürlich auch machen. Scratch! Guck doch mal, warum haben wir es dann ins Ding gepackt? Naja, ist besser als Hobbytag. Oh, okay. Hallo, Geodude. Er ist total überzeugt. So, ja. Ja. Oh, yeah. Wir hätten ja auch Carbador reinnehmen können. Yeah, Carbador. Oh, Garados, da freut mich auch schon. Ja. Da muss ich irgendwie an, hier, von den Morganica an die Schild. Die Kreuze! Du kannst auch Akane reinschicken und Lowkick machen. Oh, okay. Dürfte auch ganz gut mal Damage machen. Hallo! Okay. Oh nein, los, pass auf dir! Was hat er das eingesetzt? Ich bin auch nicht sicher, ruckzuck ich lieber schon. Sah aber das voll heftig aus der anderen. Das hier noch ein Kriegertag war, oder auch nicht. Hier ist eine Ecke, was ist das schon hier? Das ist nur eine Arzt. Warum hier zu was haben und das? Ja, ich wurde besiegt. Ja. Ist da unten rechts nicht was drin? In dem Stein da? Ja. Ha. Mondstein. Geil, haben wir zwei. Bam! Das ist Schleimer, ne? Ja. Witzig. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall. Und? Die Voltebeine wieder. Ha! Was ist denn das einfach noch böses? Charge. Oh, jetzt hat auch dieses... Ja, der ist echt sehr nah, also... Ja. Ja, das wollen wir irgendwie haben. Wir wollen das Helix-Hostil. Ja, natürlich, das Helix-Hostil, Mann. Nee, ich bin jetzt gerade voll gegen den Hype. Ja. Ganz ehrlich, Lord Helix hätte irgendwie so Tentakel gehabt ein bisschen, ne? Ja. Können wir immer noch sehen. Aber du bist auch ganz cool. Aber dann hätten wir es ja. Na egal. So, dann haben wir gleich noch den Montag erledigt. Ja. Hyperzahn gelernt. Das hat er weiter. Oh ja. Dings hat Nezumi hat Hyperzahn gelernt. Ja, jetzt ist es heftig. Oh ja. Hyperfang. Hyperfang hatte das für ihn eingesetzt gegen uns. Und wir haben ein Gegengift, sehr schön. Ja, die Höhle das Ding. Ja. Mega Hip und Mega Kick kann man hier beibringen. Könnte es, können die Menki schon lernen? Bestimmt. Warum nicht? Der Gegner war nicht so geil. Der Gegner war besser mit Griffkraft. Und der Kick ist deutlich stärker. Ja, genau. Warum kann das Sanae nicht machen? Weil Sanae irgendwie so ein Schmetterling-mäßig oder was. Komm schon! Keine Hindernis, Megapunk! Ja, mach auch einfach Mega Kick gleich irgendwann. Irgendwen. Hier kommt ja nie wieder vorbei. Smetbo! Iii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 
gerne lernen. Mega Kick! Du bist ein Knibbelknecht, ey. Ach ja, Pokémon Banzai. Alter, das ist gut. Theo 5, boah, geil. Nee, warte mal. Jetzt habe ich ja ganz viel gemacht. Sehr schön. Ja, ganz scheiße. Ja. Würde ich sagen, beenden wir hier auch die Folge. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.